Nach diesem Part könnt ihr mich garantiert einweisen. Es ist der 35. Part und es wird der letzte sein. Egal was passiert, egal ob ich es schaffe oder nicht. Ich habe mich nochmal mit Items eingedeckt und es ist auch definitiv das letzte Mal, dass ich mich mit Items eindecke. Das heißt, wenn ich jetzt diese Versuche hier mit diesen Items nicht schaffe, schließen wir dieses Spiel ohne 100% ab. Ich kann einfach nicht mehr, ich will es nicht mehr. Aber noch ist der Ehrgeiz da. Los. Starke Nummer. Erstmal verkacken. Okay. Das war irgendwie auch wieder zu befürchten. Ach, da komme ich jetzt wieder nicht hoch. Komm. Oh, okay. Komm schon. Alles gut. Alles gut. Jetzt habe ich es mir gerade selber so ein bisschen verhauen. Aber nachdem mir hier eh wieder die Feuerblume kommt, passt's. Ich glaube, ich mache das jetzt mal ganz anders. Wie gerne hätte ich hier einfach nur Propellerpilz. Komm! Wir schaffen das. Oh! Boden. Nein, ich wollte ihn doch killen. So, der muss jetzt da erstmal ein bisschen aufmachen. Egal. Große Frage, soll ich es jetzt einfach mal beenden, das Level? Ja. Ich entscheide mich jetzt um, damit ich die andere nicht mehr holen muss. Das heißt, dass ich nur noch durchrennen kann. Okay, vielleicht klappt es ja so, damit ich mich jetzt wirklich auf diese verfickten Feuerbrüder konzentrieren kann. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach durchrennen wie ein Irrer. Ich muss mich am Ende nur noch auf die Feuerbrüder konzentrieren. 5 Versuche nur, um, ich sag mal, zu den Feuerbrüdern zu kommen. Eine Starcoin noch. Puh. Immerhin, kleines Erfolgserlebnis ist ja schon mal nicht so verkehrt. Das kostet mir ein bisschen zu viel Zeit, was ich hier mache. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber es ist im Endeffekt sogar egal. Und dann will ich ja nur jetzt hier schnell die Feuerblume und durchrennen. Oh, nice! Okay. Egal. So. Jetzt den Feuerbruder da drüben töten. So. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Stunde. Ich hab sie. Oh mein Gott. Nein. No! Warum? Das war ja klar.
Was macht er denn da? Alter. Ich hatte die Starcoin, Mann. Ich hatte sie. Ich glaube, ich habe es mir selber sehr schwer gemacht, kann das sein? Aber das müsste doch jetzt wohl mal machbar sein. Das muss doch... Oder komme ich da jetzt nicht mehr raus? Komme ich da vielleicht nicht mehr raus? Habe ich befürchtet. Jetzt habe ich ihn zu schnell gekillt. 4 Versuche noch. Ohne Stern habe ich da echt keinen Bock drauf, gell? Scheiße. Ich hatte die Starcoin. Ich hätte nur noch ins Ziel springen müssen und ich springe in den Tod. Klasse, klasse, klasse. Das sind Szenen. Oh. No! Einer Let's Play. Karriere, in Anführungszeichen, die man so schnell nie wieder vergisst. Und ein weiteres Mal. Es muss ein bisschen warten. Nee, jetzt habe ich es richtig vergeigt. Da komme ich niemals raus. Da komme ich nicht raus. Könnt ihr vergessen. Da hätte ich, wenn ich jetzt einen Propeller Mario noch gehabt hätte, dann okay, aber so keine Chance. Die Versuche neigen sich dem Ende. Da bin ich jetzt echt zu hektisch. Ich muss den ein bisschen länger am Leben lassen. Der muss mehr Eis da unten wegschießen. Aber mit dem Pinguin ist halt end nice zu laufen. Hier kann ich sogar nochmal richtig schön Leben farmen. So, jetzt als Pinguin müsste es doch noch einfacher sein. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ja, jetzt kann ich es vergessen, oder? Ja, jetzt kann ich es vergessen. Ich habe mir gerade selbst... Ja, Hammer. Hammer, was ich jetzt hier gerade für eine Scheiße gebaut habe. Das kann ich vergessen, da komme ich ja nie wieder rüber. Rüber wäre ich sogar gekommen, aber... Oh, scheiße! Ja, der ist da dagegen gerannt, auf einmal ist er halt quasi tot. Ich wollte da schön unten durchsliden, aber es hat nicht funktioniert. Boah, da hätte ich jetzt als Propeller. Ne, hätte ich da noch Propeller gehabt, hätte unten durchsliden, das wäre episch gewesen. Muss es einfach schaffen. Jetzt. Ich komme hier mittlerweile schon ohne Fehler durch. So pervers oft habe ich das gemacht. Kann ich nicht, wenn ich die vereise? Jetzt ist da unten alles frei. Jetzt muss ich nur noch... Kann ich jetzt nicht, rein theoretisch? Nee, natürlich nicht. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Verdammte Scheiße, ich komm da nicht mehr weiter. Doch jetzt. Oh, 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 oh.
Ja! Ich hab's geschafft! Alle Sternmünzen in Welt 9 gefunden, die Sammlung ist komplett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist geschafft. Alter, ich zitter. Speicher diese Scheiße ab, Mann. Ich hab es tatsächlich geschafft. Ich fass es nicht. Gibt's nicht noch eine... Gibt's nicht noch einen fünften Stern? Ja, natürlich gibt es noch einen fünften Stern. Und da muss ich jetzt tatsächlich gerade nachgucken, weil ich keine Ahnung habe, warum mir der fünfte Stern fehlt. Und da wäre ich auch so, glaube ich, nicht von alleine drauf gekommen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen auch ganz okay, weil ihr habt ja sogar geschrieben am Anfang, kann ich mich noch genau erinnern, so von wegen, ey, hier die Toads, ja, zählen nicht dazu, wie, nicht wie Mopsy jetzt im Gegensatz zu bei New Super Mario Bros. Sondern, jetzt sagen wir mal, gut, das habe ich doch alles schon, ab wann habe ich es nicht mehr benutzt, ab hier vielleicht. Den fünften Stern kriegt man, wenn man in allen Toad-Häusern war und alle Warp-Kanonen benutzt hat. Ich meine, da fragt man sich auch, hä, wie komme ich denn da drauf? Wenn ich keine Lust habe, die Warp-Kanone zu benutzen, habe ich keine Lust dazu. Aber es ist nötig, nur sie zu benutzen, damit man letztendlich den fünften Stern kriegt. Ich glaube, die habe ich auch benutzt. Ich weiß es leider gar nicht, welche ich nicht benutzt habe. Wir haben es am Anfang mal gemacht, um zu gucken, was es bringt. Aber hab's irgendwann gelassen. Ich meine, es war ab Welt 4 dann wahrscheinlich. Habe ich dann aufgehört damit. Ich werde das jetzt mal, ja, durchgehen müssen, ne? Ich habe gar keine andere Wahl. Das heißt, ich bin jetzt in Welt 6. Das heißt, ich gehe jetzt in Welt 4. Und dann befürchte ich nämlich, dass ich auch nicht in allen Toadhäusern war. Das ist auch meine ganz große Befürchtung, dass ich da nicht überall drin war. Dann müsste ich jetzt auch noch jedes Toadhaus nachholen. Das kostet mich auch nochmal völlig unnötige 10 Minuten. Aber gut, ne? Wir wollen ja die 100% und wenn es zu den 100% gehört, dann muss ich sagen, machen wir das auch, ne? Wenn ich jetzt, nachdem ich die Warp-Kanonen benutzt habe, immer noch nicht den fünften Stern habe, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich die Toadhäuser nochmal alle abklapper. Selbstverständlich off-air. Weil da muss ich euch jetzt nicht nochmal mitnehmen. Das wäre ja Irrsinn, dass eure Zeit da, eure kostbare Zeit da zu verschwenden. So, das ist jetzt die Welt 5 Kanone. Die bringt mich in Welt 7, oder? An Welt 8 direkt. Okay. Ne, also das weiß ich garantiert nicht, weil ich habe noch nie gesehen, dass eine direkt in die 8. Welt dann katapultiert. Also die haben wir zu 100% nicht benutzt. Dann die in Welt 6 dann logischerweise auch nicht. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Gibt es dann da auch noch eine Meldung oder so? Wie willst du denn da eigentlich von alleine drauf kommen? Dass du die scheiß Warp-Kanonen benutzen musst. Gab es jetzt hier nochmal eine? Na, war ja klar. Warum schießen der auf einmal dreimal? Oh, ich kann euch echt nicht sagen, wie unsagbar glücklich ich bin, dass ich 9-7 geschafft habe. Mit der Taktik, es auf zweimal zu machen, war, glaube ich, eine gute Idee letztendlich. Toll, als will ich jetzt nochmal irgendwelche Power-Ups benötigen. Bitch, please. Boah. So. Da gibt es jetzt hier nochmal. Ah, da ist noch eine Warp-Kanone. Genau, da musst du mal runterlaufen. Die wird einen dann wohl auch in Welt 8 bringen, nehme ich mal an.
Oh, jedes Toadhaus besuchen. Ich habe irgendwann keine mehr besucht, glaube ich, weil ich so viel Leben und so viel Items hatte. Glaube ich zumindest. Finde ich gleich nochmal raus. So, das war jetzt die. Und gibt es in Welt 7 auch nochmal was? Nee! Eine Nachricht! Du hast alle Geheimnisse in New Super Bros. Wii freigeschaltet. Oh, ist das jetzt etwa das Zeichen gewesen? Alle Geheimnisse freigeschalten, indem ich mal kurz durch eine Röhre fliege. Aber ist es tatsächlich so? Ist das deren Ernst? Ups, wartet. Ist das die letzte Aufgabe gewesen? Ja, es ist tatsächlich so. 5 Sterne und damit 100% erreicht. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich bin unendlich glücklich, dass ich es geschafft habe, wirklich. Und ich mache jetzt erstmal ein Fass auf. Das war New Super Mario Bros. Wii. Das Let's Play, 35 Parts mit viel Leiden, muss ich dazu sagen. Aber hey, es war trotzdem schön. Muss sagen, dass ich dann irgendwie den Schwierigkeitsgrad hier doch irgendwie ein bisschen heftiger fand als in New Super Mario Bros. U oder Luigi. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem die Sternwelt war richtig heftig. Aber gut, wir haben es geschafft. Tolles Spiel. Und ich glaube aber jetzt, dass ich erstmal eine Mario-Pause mache. Und ich persönlich bin unendlich froh, dass ich mich jetzt voll auf Rayman konzentrieren kann. Denn das Spiel ist göttlich.